Das Problem ist, das ist da der Ort, an dem ich mich vorhin schon hochgebaut habe. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich im Kreis gelaufen und das wiederum ist nicht so toll. Seegurke, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Und ja, ich bin ja noch niemals in der neuen Welt gestorben, was ich richtig krass finde eigentlich. So, heute auf dem Plan habe ich eigentlich nicht mal was. Doch, oder nee? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht hier ein bisschen minen, vielleicht auch nicht. Bisschen Erze holen. Können wir auf jeden Fall brauchen, Erze, ne? Kohle werden wir auch viel brauchen. Nee, eigentlich nicht. Kohle werden wir nachher gar nicht mehr brauchen, eigentlich. Aber egal. Oh. Erstmal muss ich hier auf die 50 runtersetzen. So, Save and Return. Und dann muss ich ja noch was machen. Und zwar bei Steuerung hier auf B. Weil irgendwie setzt das immer zurück. Und das finde ich ein bisschen kacke. So, nicht das immer, wenn ich A drücke. So, jetzt drücke ich ja A. Nicht, dass immer dann, dass dann, ja, irgendwie Battle Sounds da reinmacht. Und das nervt nämlich ein bisschen. Oh, Redstone, sehr, sehr geil. Das ist ein bisschen seltsam, dass ich sage, Redstone sehr, sehr geil. Aber Redstone ist sehr gut hier für Energie und solche Sachen. Und das hier ist was? Was ist denn das? Blei! Oh, nee. Richtig geil. Noch mehr Redstone. Ah, da unten ist ja noch welches. Ich schau mal, ob dahinter noch was ist. Nee, das war alles. So. Und wir haben ja... Ach ja, wir haben ja in der letzten Folge einfach 23 Dias gefunden. Stimmt. Das habe ich schon beinahe vergessen. Ja, Leute. So kann es manchmal laufen. So läuft es hier in Chaos City oder... Ja, egal. Was ist das? Das hier ist Zinn, ne? Ja, sieht ziemlich genau nach Zinn aus. Zinn. Und im Hintergrund hört man Leute, die die Treppe runterrennen, weil sie einfach zu dumm sind zum Laufen. Und ich rede nicht von meinen Eltern, sondern von meinen Geschwistern. Aber das interessiert uns eigentlich wenig, weil wir möchten hier einfach produktiv sein. Und ich sollte meine Schnauze über solche Bemerkungen nämlich nicht aufreißen. Das endet nämlich nie gut, sondern in Schreit, bla bla bla. Nee, eigentlich nicht. Und noch mehr Zinn, das ich liegen lassen habe. Wer weiß wieso? Irgendwie habe ich gestripmined, aber... Ach ja, ich habe einfach nach Dias gesucht. Das kann sein. Jetzt können wir auf jeden Fall schon Zaubertisch machen. Und eine Stierspitzhacke habe ich ja gemacht wegen Obsidian. Das können wir eigentlich brauchen. Das Problem ist, ich habe gerade keinen Eimer dabei. Das heißt, wir können momentan kein Obsidian erzeugen. So, Level habe ich auf jeden Fall schon richtig viel. Und irgendwie habe ich momentan richtig Bock, gegen den Ender Dragon zu fighten. Hm, soll ich das machen in den nächsten Tagen? Ich glaube schon, ne? So. Vor allem, weil so ein paar Leute auf diesem Kanal gerade so ein bisschen in The End Feeling sind. Und The End läuft ja richtig gut momentan. Und ich hoffe, dass das natürlich auch weiterhin so läuft. Weil es einfach richtig geil ist. Und also es ist ein Projekt, das mir eigentlich richtig am Herz liegt und extrem viel Spaß macht. Und dann könnte ich eigentlich so, um das Feeling so ein bisschen zu unterstützen, könnte ich eigentlich noch ins End gehen, hier in dem Let's Play und den Ender Dragon endlich mal fisten. Das wäre ja cool. Nee, noch besser, ich mache das als 200. Video. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis das online kommt. Aber dann habe ich da schon mal ein Special, ne? Und nicht mal ein schlechtes. Natürlich ist ja auch cool, ne? Da könnte ich aber auf jeden Fall schon mal das End suchen und solche Sachen. Ist das hier Grundgestein? Ja, das ist Grundgestein. Okay. Dann sind wir schon recht tief hier. So, willst du noch mitnehmen, was hier ist? Ein bisschen aufnehmen kann ich noch. Dann irgendwann muss ich dann auch aufhören. Ich habe nämlich extra auf die Zeit geachtet. Hm, hier hinten ist ja gar nichts, oder? Hä, wo bin ich jetzt? Bin ich vollkommen bescheuert? War ich hier? Nee. Wo bin ich jetzt? Der Schädel macht mich auch irgendwie ein bisschen blam blam. Hä? Hallo?
Woher komme ich denn? Ah, hä? Nee. Was? Und ja, im Hintergrund hört ihr einen Zug. Hä? Sag mal, bin ich nicht von hier gekommen? Oder hä? Nee. Verstehe ich nicht mehr. Verstehe die Welt nicht mehr. Hä, wo war ich denn? Aber auf jeden Fall Gold können wir brauchen. So, das noch. Ich habe ja eigentlich vor, hier in der neuen Welt nicht mehr zu sterben. Das war eigentlich mein Ziel, das ich gesetzt habe. Bisher habe ich es ganz gut hingekriegt. Aber ich finde jetzt gar nicht raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warte kurz, ich mache mal kurz den Shade aus. Vielleicht finde ich es dann. Ach so, hier. Oh. Warte kurz, Shade mal kurz ein. Ja, ah. Och man, komm schon. Ich bin... Boah, der Zug ist ja richtig laut. Meine Fresse. Ja, Leute. So läuft es manchmal, wenn hier Züge vorbeifahren. Richtig nice. Vor allem, dass ich meine Diaspitzhacke einfach jetzt schon vergeude, obwohl ich damit noch Obsidian abbauen sollte. Aber es, ich habe ja gesagt, sollte, nicht muss. Auch wenn es keine Ausrede ist, aber egal. Ich nehme es jetzt einfach mal als Ausrede. So. Dann komme ich hier wieder hoch. Kohle, Kohle, Kohle hat es überall. Oh, hier hat es eigentlich auch nur dieselben Erze. Ich glaube, ich tue mal einen Mod rein, wo es mehr Erze gibt. Nur bringt das jetzt nicht mehr viel, weil ich jetzt schon in einer neuen Welt bin. Und nochmal umziehen wäre irgendwie dumm. Ne? Boah, fände ich nicht so toll. Also wir sind auf jeden Fall wieder in dieser Höhle hier. Hier kommt auch schon der Zombie. So ein Dungeon wäre vielleicht nicht mal schlecht. Einfach so, ich nutze, auch wenn das nur Zombies sind, die eigentlich recht schlapp sind, nutze ich einfach so Jump Boost und solche Sachen, weil ich es kann. Das ist die Begründung eigentlich. Na, hier war der Ausgang auf jeden Fall nicht. Das Problem ist, das letzte Let's Play hiervon liegt schon extrem weit zurück und deshalb weiß ich wirklich nicht mehr genau, wo das war. Hier oben war ich glaube noch nie, ne? Nee, sieht nicht. Es sieht noch nicht erforscht aus. Sag mal so. Da kommen auch schon wieder zwei Zombies. Also hier unten hat es auf jeden Fall irgendwo einen Spawner. Muss irgendwo ein Spawner sein. Und da haben wir. Da fällt einfach einer runter. Und schon wieder ein Zug. Was. Hä? Wieso fahren jetzt so viele Züge hier durch? Genau dann, wenn ich aufnehme, kommen irgendwie die Züge. Hier haben wir auf jeden Fall noch Uranerz. Das nehme ich mit für ein Kernkraftwerk oder sowas, was wir hier brauchen könnten. Ich meine, kann auch nicht kaputt gehen oder so. Mm-mm. Auf jeden Fall, nach Minecraft-Logik geht das recht schnell. Aber im Vergleich zu einem echten Kernkraftwerk geht das hier schnell kaputt, ne? Eigentlich schon. Oh, ein Creeper. Nice to meet you. Easy going. Wo haben wir denn? Ist da. Ach, da ist der Ausgang hier. Ja, nice. Oder? Sieht da noch aus irgendwie. Also hier ist auf jeden Fall was Cobblestone-mäßiges. Und das ist schon mal gut. Oder? Ist das gut? Ich weiß nicht. Da war auf jeden Fall, soweit ich erkannt habe, kein Ausgang in Sicht. Ich schau mal. Baue mich mal hier hoch. Das heißt, dass ihr auch was seht, baue ich eine Fackel hin. So. Da war auf jeden Fall was. So. Also wir sind wieder ein Stockwerk höher. Wie auch schon so oft. Das Problem ist, das ist da der Ort, an dem ich mich vorhin schon hochgebaut habe. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich im Kreis gelaufen. Und das wiederum ist nicht so toll. Ja, Leute, manchmal bin ich halt einfach zu dumm. Zu dumm, um hier Minecraft spielen zu können. Alter.
Ja, damit wir den Ender Dragon überhaupt fisten können, muss ich dann auf jeden Fall noch was machen. Oh, mein Helm ist down. Oh, oh. Wann ist denn der kaputt gegangen? War der schon kaputt, oder? Ja, so. Am Anfang der heutigen Aufnahme hatte ich den noch. Es gibt ja angeblich sogar Leute, die sprengen Creeper in die Luft. Nur um Fledermäuse und solche Sachen zu töten. Die machen mittlerweile schon richtig Damage. Meine Schuhe halten auch nicht mehr so lange. Aber wir haben ja jetzt wieder Dias, um rüstig zu machen. Und ich gehe jetzt hier irgendwie immer weiter hoch, weil das einfach so eine riesen Kackhöhle ist. Und ich einfach den Ausgang nicht finde. Also, ich versuche es jetzt logischerweise gar nicht, den Ausgang zu finden, bei dem ich auch hineingekommen bin. Da hätte ich woanders hin müssen, dann hätte ich nicht so hoch gehen dürfen. Aber ich versuche jetzt generell einfach rauszukommen. Scheißegal, durch einen eigenen Ausgang oder durch einen Höhlenausgang. Und ich bin mir so sicher, dass hier irgendwo ein Höhlenausgang ist. Kurz. Oh, mich kratzt hier an der linken Hand, weil ich da so einen Mückenstich habe. Oh, Ausgang gefunden. Nice. Das heißt, wir wissen jetzt Bescheid. Oh, hier ist eine Spinne, das wissen wir Bescheid. Okay, also schwere Gegner haben wir hier nicht gerade. Hey, warte doch, bis ich hier draußen bin. Die Frage allerdings, die ich mir jetzt gerade stelle, wo bin ich eigentlich? Du Creeper, bist du irgendwie dumm? Also, jetzt ist wie gesagt die Frage, wo wir sind. Jetzt auf jeden Fall schon mal Battle Tower. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir sind. Vielleicht sehe ich ja hier irgendwo in der Nähe unser Haus. Vielleicht aber auch nicht. Ja, komm, fick dich, Skelett. Ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Ah, ich sehe es doch. Yay! Dann wissen wir jetzt, wo wir zu Hause sind. Und zwar da hinten. Und ich weiß schon, dass Skelette auf mich schießen. Die brüsten mich aber nur nach vorne. Das finde ich nicht schlecht. Die da vorne hingegen, die finde ich nicht so toll, weil die wird mich nur weiter ins Wasser boosten. Gut, dass ich jetzt einfach außerhalb des Wassers bin. Ja, komm, fick die Skelett. Hä? Tada, Spinne. Genau das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Gewisse Leute lassen einfach Creeper hochgehen, damit andere Mobs getötet werden. Oder halt eben Fledermäuse, aber Fledermäuse zähle ich jetzt auch zu Mobs. Ich meine, das könnten Vampire sein. Aber jedenfalls, ich bin genau so ein Mensch. Das meine ich ernst. Ich mache das einfach manchmal so zum Fun, weil ich das irgendwie witzig finde. Wenn Creeper ihre eigenen, ihre eigenen Kollegen töten. Und ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwie behindert bin. So, ich baue diese zwei Dinge nochmal ab, um nachher ein richtiges Dings bauen zu können. Vor allem, wie ich hier einfach allem Dings sage. So. Oh. Es gibt sogar so Licht. Okay. Okay, dann habe ich das schön gestapelt hier. Hier kommt noch Wasser runter und dann funktioniert das eigentlich. Dazu könnte ich erstmal so, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg. Das weg, das weg und das weg machen. Ach, scheiß momentan drauf. Und dann hole ich mir einen Eimer voller Wasser. Ja, Spinne, bleib draußen. Ich habe keinen Bock auf dich. Echt nicht. So, Eisenerz habe ich noch mal ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen Kohle rein. Hier haben wir noch ein bisschen Zinnerz. Gib noch mehr Kohle rein. Den Rest verstaue ich mal in meinen unteren Truhen. Und ich habe mir vorhin eigentlich überlegt, ob ich eventuell sogar jetzt den Mod reintun möchte, wo ich dann Iron Chest und solche Sachen machen kann, aber vorher ist. Belasse ich das mal so, das kann ich später dann noch machen. Bei mir läuft heute überhaupt nicht vom Reden hier. Naja.
Das kann ich ja irgendwann anders einfach machen und dann läuft bei mir. So. Habe ich noch irgendwo einen Eimer? Müsste eigentlich. Weil wir einfach unsere alte Welt hinter uns gelassen haben und in die neue gezogen sind. Hier muss ich anders denken als in The End. Ich höre nicht einfach mitnehmen, was mitzunehmen geht. Weil in The End habe ich immer so gedacht, da habe ich gedacht, ja, wenn ich sterbe, ist sowieso vorbei. Und hier, wenn ich sterbe, dann kann ich sie ja wieder einsammeln und dann geht es einfach ganz normal weiter. Deshalb ist eigentlich doof. Ups. Muss ich eigentlich aufpassen. Ja, du fucking Villager-Zombie, auf dich habe ich jetzt auch keinen Bock. So, ich möchte jetzt einfach mal mein Wasser aktivieren. So, ups, kratzt mich wieder an der Hand. Ja, auch schon gehabt. Ups, Mann. Ich komme hier den Berg nicht hoch. Ich sollte eine Treppe oder sowas bauen. Naja, ich werde hier sowieso noch alles viel, viel schöner bauen. Ich glaube, das eine Enderauge, das wir schon hatten, das könnte ich sogar aus der alten Welt holen. Ups. Bin dumm. Bin dumm, ja. Ja, ich bin sehr, sehr dumm. Ey. Doch nicht so unfreundlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ich gehe jetzt erstmal hier so hinauf. Noch weiter hinauf. Perfekt. Da kann ich nämlich schön hier draufsetzen. Und tada. Sieht doch nice aus. Die Frage ist jetzt einfach, wie das funktioniert. Hä? Hm. Ich tu mal den Kessel voller Wasser hier rein. Fuck you. Fuck you, fuck you. Ja, wenn das so läuft, dann ist natürlich eine andere Geschichte. Dann kann ich das hier nämlich wieder so abreißen und anders hinbauen. So. Und dann baue ich die Wassergeneratoren nämlich so hin. So oben, dass ich dann schöne Energieleiter bauen kann nach unten. So aus Kabel natürlich. Und boah, meine Schuhe halten wirklich nicht mehr lange. Die gehen von Part zu Part mehr kaputt. Ich glaube, spätestens im nächsten Part müsste ich die ersetzen. Wenn das weiter so läuft. Und wieder noch schön Eisen droppt. Auch nice. Ich glaube, ich bräuchte mehr Eimer Eisen. Habe ich ja genug dafür. Und eine Tierzucht wäre auch nicht schlecht. So. First World Problems ist natürlich Essen, ne? Nee, Spaß. Das ist natürlich Third World Problem oder wie auch immer. Hier ist nichts drin, hier auch nichts, also hat es wieder geleert, als ich es abgebaut habe. Oh Mann! Da mache ich nachher gleich mal Kupferkabel von da aus. Nämlich. Also ich einen Energielieferant habe, sozusagen. Kautschuk, wo, oder mein Rubber, wo ist das denn eigentlich? Das habe ich hier unten, ne? Ja, hier, 4 Stück. Ja, das reicht sogar. Das reicht, das reicht, das reicht. Ups, nicht hier, sondern hier erstmal das rausnehmen, das weg. Dann das direkt rein. So, oh, das ist das Falsche. So, das muss ich rein. Oder geht es? Ja, perfekt. Dann baue ich Kupfer. Wo habe ich denn Kupfer? Kupfer, hier. Und eine Hammer und eine Schere. Seitenschneider. Ja, das ist der. Dann mache ich erstmal das und das hier rein. Ich glaube, ich brauche nur eines davon. Oder? Nee, ich brauche mehr. So, dann mache ich noch mal zwei. Dann reicht es dann aber. Glaube ich. Hoffe ich. Was auch immer. So. Dann das rein und das rein. Dann habe ich schon mal 3 Kabel. Nee, reicht auch nicht. Aber ich kann schon mal ein bisschen mehr Kabel machen. So. Noch mehr. Ach, ich mache einfach mal alles. So. YOLO. Können wir auf jeden Fall mal brauchen. So. Okay.
Dann hier Gummi plus das, bla bla bla. Haben wir 7 von den Dings hier. Ich kann mal schauen, ob ich noch mehr abzapfen kann. Mit meinem Zapfhähnchen. Wo ist das denn? Das habe ich unten, ne? Oder brauche ich ein neues? Ah, ne, hier ist es. Das reicht noch. Hoffe ich. Ich habe immer hoffe ich sage. So. Oh, die Folge ist jetzt auch schon vorbei. Also, produktiv wirklich waren wir jetzt eigentlich nicht, aber wir waren auch nicht unproduktiv, sag's mal so. Wir haben nicht wenig erreicht. Ernsthaft, das ist jetzt von nix kaputt gegangen. Auch mal witzig. Auf jeden. Ich möchte aber noch eine kleine Kleinigkeit erledigen, bevor ich hier den Part vollkommen beende. Und zwar werfe ich das hier erstmal dafür in den Ofen. Und gehe erstmal das andere hier setzen, hier unten. Und schaue, ob das funktioniert. Ups. Das heißt hier, 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 hier. Hier. Ne, reicht noch nicht. Aber mit den zwei weiteren reicht es auf jeden Fall dann. Und dann läuft bei mir. So. Kann ich gleich nochmal zwei machen. Das rein, das rein. So, dann habe ich wieder zwei. Und dann nehme ich das Eisen auch gleich mit. Kann ich das nämlich direkt erstmal in zerkleinere reinwerfen. Je nachdem, wie der zerkleinere dann halt Energie braucht, beziehungsweise eben nicht braucht. So. Dann wird es aufgeladen hiervon. Ja, funktioniert, funktioniert, nice. Viel Energie verbraucht das jetzt? Ein bisschen. Ich weiß nicht, was? Oh, das verbraucht sehr, sehr viel. Deshalb braucht man so viel davon. Damit sich die lohnen. Nee, dann mache ich noch eine andere Energiequelle. Dann nehme ich die da nur so aus als Nachtenergiequelle sozusagen. Und nachher eine andere. Aber wie gesagt, der Part hier ist eigentlich schon mal zu Ende. Das heißt, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch der Part hier gefallen hat. Ich hoffe natürlich sehr, dass er euch gefallen hat. Ist ja eigentlich klar, ne? Hoffe ich, dass klar ist. Wie weit ist das hier schon? Das reicht nicht mal für eins, Alter. Ein Kübel reicht nicht mal für ein einziges fucking Dings. Reichen zwei. Boah, das sieht richtig geil aus. Das sieht ja Hammer aus. Okay, aber auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, drückt einfach auf den grünen Button unten. Nee, er ist ja jetzt blau. Ja, bis dahin. Tschüss.